Ach nee, das war die Kopfhöhle. Shit. Ah. Das habe ich jetzt verwechselt. Nee, bleib drauf, bitte. Dann war das wirklich... Feuer kannst du wegtun. Dann war das wirklich der Punkt da unten, oder? Hey! Du kleiner Schlingel, du! Danke. Hallo? Ich hab gesagt, du bist tot. Danke, ich hätte bitte gern meine Rüstung zurück. Dankeschön. Mädel. Wenn ich dich angucke, wird es mir schon kalt. Und dir ist nicht kalt? Okay. Der Winter kam jetzt für meine Verhältnisse überraschend schnell. Oh, eine Kiste. Medizin? Sage ich nicht nein. Erstmal wieder das Navi anwerfen. Aber es war schon die da unten, oder? Ja, ich hoff's. Okay, hier auf dem Weg. Und dann den Weg lang und dann rechts. Oh, wisst ihr was? Wir gehen einfach querfeldein. Du bist kalt und dir ist nass. Hm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, solange es schneit, was ich dagegen tun kann. Aber ich habe eine Idee, was ich da unten in der Höhle tun kann, wenn das die 3D-Druckerhöhle ist. Alle, hopp. Da drüben. Oh, Sticky. Ah, hier sollte es eigentlich trocken sein. Nur so nebenbei. Danke. Ja, sieht schon besser aus. Das war so eine enge Höhle. Ja, genau. Perfektestens. Hier gibt es sicher wieder... Ja, unnützes Zeug. Ja, Duct Tape. Druckerzeug. Dankeschön. Die guten Pfeile. Eine Speichermöglichkeit. Werde ich immer gerne annehmen. Ansonsten... Ah, noch mehr Drucker. Die habe ich aber beim letzten Mal übersehen, oder? Feldration. Passt. Nein. Pfeile will ich nicht. Trinkflasche auch nicht. Entaken, das möchte ich. Ah! 250 Milliliter, okay. Dann drucken wir mal. Drei Stück müssten sicher ohne Nachfüllen ausgehen. Danke. Das geht sich auch aus. Ich muss sagen... Irgendwie ist das Licht hier herinnen ohne Feuerzeug wesentlich angenehmer. Danke und alle guten Dinge sind drei. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Neu? Das Mesh brauchte ich doch für die Armor, deswegen habe ich es mir gedruckt jetzt. Danke. Nein, im Moment will ich nicht nachfüllen. Das Mesh ist hier. Okay.
Mit Draht. Oh, Zeit. Ah! Zeitbombe. Zweimal Mesh, zweimal Draht. Zweimal Duct Tape. Tech-Rüstung. Zwei Platinen. Und zweimal Batterien. Wow. Kombiniere, die sollte jetzt wirklich gut sein. Danke. Ja, tragen. Orange, cool. Tragen. Dankeschön. Wenn wir schon hier sind. Oh, Robi hat's wieder überstanden. Nö, kann man nicht. Okay. Oh, es ist so angenehm hier. Hoppla. Kann man nicht aufmachen, kann man nicht aufmachen. Aber Draht. Eine Uhr, eine Gucci-Tasche. Könnten wir für unsere Freundin mitnehmen, oder? Bisschen Geld, Uhren. Okay, mehr ist hier eh nicht. Der erste Raum ist eh ziemlich das interessanteste. Gut, mit der Rüstung hoffe ich doch, dass wir ein bisschen besser aushalten, wenn wir wieder Besuch kriegen. Bevor wir das machen, würde ich hier auf GPS wechseln. Hier auf Pfeil und Bogen. Perfekt. Und dann gehen wir raus. Nicht, dass uns da draußen jemand erwartet. Darauf hätte ich eigentlich nicht so Bock. Nee, aber sieht ruhig aus. 10.39 Uhr. Wir haben noch einen Schildkrötenpanzer, glaube ich, zu Hause liegen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind. Irgendwelche Tiere wahrscheinlich. Würde ich gleich Richtung Strand hirschen. Und mal sehen, ob wir vielleicht noch eine Schildi auftreiben. Hey, hey, hey! I'm on vacation. Hoppla, wen haben wir denn hier? Danke. Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse sie wirklich. C4-Ladungen, dankeschön. Hello there! Hast du mich gerade ausgelacht? Oh Gott, das sind halt vier. Abflug. Ich mache einen Servus. Ich mache einen Abgang. Mir ist hier zu viel Action. Ihr könnt euch ja mal lieb haben. Aber ich gehe zum Strand spielen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Es ist mir da oben eindeutig zu unübersichtlich. Es wäre halt echt cool, wenn Ginny hier mitkommen würde auf solche Ausflüge. Ich meine, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du dich noch besser mit ihr verbünden oder so irgendwas. Keine gute Idee, oder? Doch, geht. Dass du ihr dann auch irgendwie beibringen kannst. Du, komm mal mit, Mädel. Wobei, ja, solange ich... Wenn sie eine Waffe nimmt, dann wäre es sinnvoll. So muss man sagen. Und solange ich... Nee, meine Rüstung ist noch ganz... Solange ich keine Waffe habe, ist das Ganze eh hinfällig. Okay. Passt. Bilde ich mir das nur ein oder ist man im Schnee langsamer? Mal gucken, ob wir irgendwo eine Schildkröte auftreiben.
Das mit dem Übergang Wasser, Schnee haben sie eigentlich recht gut gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ja. Da ist der Radio. Danke. Oh. Futterrationen. Zeltplane. Wow, ich habe halt echt keinen Platz mehr für Medikamente. Bitter. Duct Tape. Die Uhr. Und das war's hier, glaube ich, auch. Bis auf den Koffer. Noch zwei Granaten. Ich glaube, ich muss dann wirklich schleunigst das Regal machen. Zu Hause. Ein Paddel. Okay. Eine Tonne. Da sind die Vögel. Oh, Muscheln. Cool. Aber haben keinen sonderlichen Nährwert, wie wir ja schon wissen. Aus einem unserer früheren Läufe. What's the time? 11.58 Uhr. Ich glaube, ich würde hier im knöcheltiefen Wasser entlang marschieren. Erstens würde ich hoffen, dass wir so vielleicht Schildkröten sehen. Zweitens, mir kommt halt echt vor, du bist im Schnee langsamer als hier. Was eigentlich keinen Sinn machen würde, denn zumindest im Wasser sollten wir gleich schnell oder langsam sein. Aber ja. Wie weit kommen wir da raus? Kommen wir da rüber? Nein, kommen wir nicht. Schade. Neighbor. Karin, Neighbor. Das Wetter spielt halt jetzt auch nicht gerade mit. Ja. Du darfst schon. Aber wie es aussieht, gibt die Kälte jetzt nur einen Debuff auf die Ausdauer. Also nur. Es reicht eh, aber du kriegst jetzt keinen Gesundheitsschaden dadurch, wie es mir erscheint. Okay. Nicht wirklich was Aufregendes. Meine zwei Schlingels sind oben beim Lager. Das passt eh so gut. Gut soweit. So wollte ich sagen. Wobei, ich kann das GPS mal wegtun, damit wir ein bisschen besser sehen. Eine Schildkröte wäre halt echt noch nett gewesen. Einfach aus dem Grund, ich habe die Befürchtung, es könnte jetzt im Winter ein bisschen eng werden mit Wasser. Und wir haben zwar noch einiges an Dosen, aber es ist ja jetzt auch nicht gerade der letzte Winter. Kleiner Grafikbug ist auch okay. Ich sage, die Idee mit dem Nebel finde ich gut. Dass er wirklich einsetzt, finde ich nicht so gut. Oh, ein Boot. Da vorne sind... Ne, schade. Da vorne sind, glaube ich, wieder Begrüßungskomitee. Schwimmwesten. Braucht man nicht, oder wie? Sieht so aus. Kleine Steinchen. Ja. Hier sind auf jeden Fall... Okay. Was war das? Ah, wahrscheinlich ein kleiner Stein.
Ja. Aber ansonsten. Ist hier irgendwas? Ne. Ne, ne, ne. Ich finde das mit den Spuren im Schnee halt auch grenzgenial. Dafür werde ich sicher wieder Besuch erhalten. Weiß ich jetzt schon. Nee, das ist Seetang. Oder eine sehr bewegungslose Schildkröte. Ist das nicht der Platz? Oh, eigentlich aufgekommen, sehr gut. Ich glaube schon, oder? Da oben müsste doch irgendwo der Gleiter sein. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist, Freund. Ich kann jetzt nichts tun. Ich laufe eh, das müsste rein theoretisch die Körpertemperatur ein bisschen erhöhen. Aber wir könnten gucken. Ja, wenn, dann geht's da vorne hoch. Warte mal. Wir könnten gucken, wenn wir schon hier sind, ob wir nicht den Gleiter mitnehmen. Ich glaube, das ist die Stelle. Nein, ich wollte daneben geklickt. Bisschen Ausdauer wieder auftanken. Ja. Da geht's doch hoch. 13:35 Uhr. Ja, das passt schon. Da oben waren wir bei unserem letzten. Lauf. Da rechts oben. Also da oben eigentlich. Nehmen wir die Spiegelung der Kamera. Dir ist nass und du bist kalt. Ja, das denke ich mir, dass du jetzt schnaufst. Immerhin sind wir das ganze Stück jetzt zu Fuß hier hochgerannt. Ja, da ist der Gleiter. Ich würde jetzt ausnahmsweise gern speichern. Und zwar aus einem einfachen Grund. Du bist nur ein Stein, okay. Kann ich hier? Danke. Sticky. Danke. Sehr schön. Ja. Speichern reicht. Denn ich glaube, ihr könnt es euch schon denken. Ich hab. Wohoho! Keine Ahnung, wie man das Ding fliegt. Hat man, glaube ich, gemerkt. Aber ich müsste jetzt rein theoretisch. Oh Gott, nein, ich muss ihn tragen. Okay. Das könnte jetzt interessant werden. Ich weiß zwar nicht, warum ich ihn mitnehmen soll. Denn ich glaube, als Regenschutz ist er auch eher ungeeignet. Oder als Schneeschutz in dem Fall. Sagen wir so, wir nehmen ihn mal ein Stück mit. Keine Ahnung, wie lange ich motiviert bin, das Ding zu schleppen. Aber ein Stück des Weges können wir ihn ja mitnehmen. Dann wäre er zumindest schon näher bei unserem Camp, oder? Ah, ich glaube, wenn ich der Kugel hier vertrauen kann, habe ich meinen Fehler, glaube ich, entdeckt. Nee, definitiv nicht. Danke.